Hallo zusammen, wir haben Freitag, die Woche ist rum. Freitag, den 5. November und es ist 17:38 Uhr. Der DAX schließt, wenn ich es richtig sehe, mit 16.041,18. Ich habe jetzt gerade im Vorfeld von dem kleinen Clip mir nochmal so ein paar verschiedene Aktien angeschaut. Ich weiß, hier geht es um den DAX an sich, aber das muss ich euch teilweise zeigen. Weil sowas zum Beispiel hier, Sartorius. Neues DAX-Mitglied. Hier irgendwo kamen sie in den DAX rein. Zack, 600, runter 480. Gehen wieder hoch auf 600 und heute in einem Tag, ich weiß gar nicht, das waren über 10%. HelloFresh, 20% in einem Tag. Wo sind sie? Hier. Heute geben sie dann dementsprechend mal ein bisschen nach. Das ist aber auch echt in Ordnung. Aber 20% ist vielleicht doch ein bisschen viel. Lufthansa, super gelaufen. VW springt hin und her wie im Kasten. Jetzt natürlich heute hier der Wert, auf den viele gucken, Warta. Ja, das ist der Tageschart. Ja, das ist super Hammer, keine Frage. Ja, aber hallo, die waren gestern 130 und die waren heute 100. Was ich in dem Zusammenhang nicht verstehe, ist, für den 11.11. sind die Quartalszahlen zu bringen. Also da war der Termin. Jetzt machen die heute eine Ad-hoc-Meldung. Ich weiß jetzt nicht, was dahinter steht, warum man diese Ad-hoc-Meldung heute machen musste. Für den 11. war eigentlich jeder präpariert, da kommen Zahlen. Und dann ziehen die das ein paar Tage hoch. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt. Ich weiß nicht, was die Regel dafür ist, wann die Ad-hoc-Mitteilung kommen soll. Grundsätzlich kenne ich nur die Regel, wenn es kursbeeinflussend ist, ja, den haben sie selbst beeinflusst. Also muss ich ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Mein 80-jähriger Nachbar, börseninteressiert, hat auch Aktien, der hat bestimmt 30 verschiedene, hat mir noch vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen gesagt, Christian, das muss irgendwo hier gewesen sein, ich habe die Dings gekauft hier, die Warta bei 112, das ist ein tolles Unternehmen. Sag ich, ja, finde ich auch gut, super, hier, Doppelboden und so weiter. Das habe ich ihm nicht erklärt, weil er weiß nicht, was das ist. Ja, jetzt ruft er mich heute Morgen an, sagt, die waren doch 135, die sind ja heute, da waren sie gerade 100. Was ist denn da los, sind die pleite? Also mir fällt auf, dass Nachrichten extremst beachtet werden, extremst und auch extremst abgestraft oder gelobt werden. Gelobt, HelloFresh zum Beispiel. Abgestraft sieht man hier Warta oder noch interessanter heute hier BioNTech. Hallo, die waren gestern 256 und die waren gerade eben bei 190. Ja, Pfizer hat da so eine Pille rausgebracht. Ich glaube, die waren sogar mal Partner, ne? Oder sind sogar Partner. Pfizer bringt eine Pille raus und liegt momentan, jetzt muss ich gerade mal schauen, wo sind die Pfizer, die hatte ich ja auch, dann eben hattest du mit 8% plus gesehen. Und die BioNTech und Modernas dieser Welt verlieren ihre 20%. Ich finde einfach, und das macht mir Sorgen, und ich komme gleich auf den DAX, keine Sorge, das macht mir Gedanken, dass die Nervosität, die ist richtig gehend spürbar. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön, was da passiert. Ich habe das in den letzten 34 Jahren ein paar Mal erlebt, nicht allzu oft, vielleicht 4, 5 Mal. Das ist meistens nicht gut ausgegangen, weil irgendwann war der Nerv der Anleger, tja, zerstört. Und jetzt also mein Nachbar, der hat jetzt dann heute irgendwann mal die Reißleine da gezogen, mehr oder weniger bei plus minus null, aber hat auch gesagt, das kann ich nicht mehr machen. Das geht nicht. Ja, was soll ich ihm dazu sagen? Ich kann ihm meinen Job nicht erklären. Es war im Daytrading sensationell. Also das hat richtig viel Spaß gemacht. Also nicht nur die Warta, da gibt es auch Nebenwerte wie Optogain oder sowas, wie die sich bewegen hin und her. Irre. Und da kann man selbst als Privatmann, wenn man ein relativ schnelles System hat, kann man wirklich Market Maker spielen. Also das war in Optogain war das super. Aber in Warta heute auch, hat richtig Spaß gemacht. Aber als Endanleger, it's a pain in the ass. Ja, du freust dich, du hast sie mit 110, ich gehe jetzt mal wieder auf den DAX, du hast sie mit 112 oder wo er sie gekauft hat, du liegst bei 135, sagst, das habe ich gut gesehen, ich freue mich, ich war mutig, ich habe es gemacht und dann kriegt er direkt eins auf die Nase. Ja, das ist schwierig, aber das ist leider Börse live. So, hier ist der DAX. Der war verglichen sehr diszipliniert diese Woche. Muss sagen, der hat sein High hier rausgenommen, der hat sich Stück für Stück hier hochgearbeitet, die Volumina waren okay. Wir haben jetzt heute hier so eine Art Shooting Star, ja, aber das ist völlig in Ordnung. Meine, wir kommen hier von 14.800, wir haben 1.300 Punkte gemacht. Der Nasdaq hat, glaube ich, 2.000 Punkte gemacht, ziemlich genau. Wir haben das gemacht, wir hängen am oberen Band. Beide Bänder sind nach oben gerichtet, gleitende Durchschnitte nach oben gerichtet. Das ist in Ordnung. Wir haben ein neues All-Time-High, auch mit Schlusskurs. Das ist auch gut.
Wir sind nach wie vor positiv oder zumindest ohne negatives Signal im MACD. Ja, wir sind überkauft, aber da ist kein, das ist kein Verkaufssignal. Noch nicht. Das kann sich noch ein paar Wochen hier hinziehen. Also ich finde den DAX grundsätzlich in Ordnung. Ich tue mich schwer, gerade vor dem, was ich eingangs gesagt habe, hier was zu kaufen, weil irgendwann wird es auch mal auf den DAX übergreifen. Diese Nervosität, die man hier in Einzelaktien hat, die ist schon, ich finde es einfach übertrieben. Was die Einzelaktien angeht, das vielleicht noch ganz kurz dazwischen. Das war heute die Geschichte hier. Reise, Airbnb, Royal Caribbean, TUI, Accor-Hotel, TripAdvisor, ja, Fraport, Lufthansa. Ja, also heute waren es mal wieder die Reisewerte oder die Reopen-Werte, wie es so schön heißt auf Neudeutsch, die mal wieder hier alles mit angeführt haben. Schön, nächste Woche will es wahrscheinlich wieder keiner mehr haben. Also ich rate hier insgesamt zur Vorsicht. Wer keine Position hat, meine ich, der muss jetzt hier nicht noch mal extra rein. Wer eine hat, sollte sie dringendst absichern. Ich gehe hier, also sagen wir so, den Schein, den ich mir aussuche, und ich spiele relativ kurz im DAX, weil das erzieht er ein. Ich kann das Ding hier nicht über 4, 5, 6, 7 Tage halten. Kann ich nicht. Ich mache eher, sehe zu, dass ich meine ersten 20, 30 Punkte bekomme. Dann ziehe ich den Stopp schon auf Einstand, wenn das irgendwie geht. Und ich versuche, Übernachtpositionen zu vermeiden. Ich bin leider in der letzten Woche auch ein bisschen mehr zum Daytrader geworden. Allerdings nicht im DAX. Wirklich nur halt in den Einzelwerten. Da hat es mehr Spaß gemacht. Also für diejenigen, die glauben, dass der DAX noch weiter hochgeht. Ich gehöre nicht wirklich dazu, vielleicht nochmal hier irgendwie 50, 100 Punkte, so eine 1000, so eine 1600, 16.150 kann ich mir gut vorstellen, ist kein Problem, wenn Nasdaq mitspielt. Gerade eben kommt er auch ein bisschen runter. Ich suche trotzdem einen Schein, der unter diesem Zwischenlow liegt und unter der 20-Tage-Linie mit Abstand. Und ich habe den hier gefunden, das ist ein 15.380er. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GX2X17. 15.380 sind wir hier. Den stoppe ich aber. Also ich kaufe ihn jetzt im Moment nicht. Ich mache das nicht. Ich habe ihn auf der Watchlist. Ich will mir erst wieder am Montag ein neues Bild machen. Wenn wir 50 Punkte unter der 20-Tage-Linie sind, die müsste am Montag liegen, so bei 15.635 zu 40, irgendwo hier. Wenn wir da 50 Punkte drunter sind, dann glaube ich auch, dass der kleine Freund hier nicht mehr hält. Dann muss ich mich stoppen. Beim Put mache ich das so, ich nehme den auch weiter hoch. Also der muss weiter weg. Ich gehe, das ist vielleicht ein bisschen viel, also 16.715. Warte mal, den nehme ich mal ein bisschen hoch hier, den Hebel. Das passt auch, 16.594. Das ist ein 29er Hebel, das ist die GH3KYX. Da sind wir, schauen, da musst du es jetzt recht machen, bei 16.600. Na komm her, kommst du her? Da sind wir hier oben. Da. Den finde ich interessant, wenn wir das All-Time-High wieder aufgeben. Soll sagen, wenn wir diese Kerze hier bei 15.827, wenn wir die unterbieten, dann wird der für mich interessanter, weil die sich auch verbindet mit der 10-Tage-Linie. Ich glaube, es ist noch zu früh, den zu kaufen. Das ist die Verkaufssignale hier, die reichen nicht. Da möchte ich gerne mal schauen, wie sich die 4 Stunden verhält. Und die tut im Moment einfach das, dass sie sagt, nee, also das war jetzt zu viel. Und die gibt sogar schon Verkaufssignal, sowohl über die moderne, als auch über die traditionelle Sichtweise, als auch in der Stochastik. Also hier ist irgendwo der Deckel drauf. Trotzdem kann der auch nochmal seine 50, 70 Punkte eben hier bis zu 16.150 kann der locker nochmal steigen. Deswegen, ich mache das ganz, ganz vorsichtig. Leute, bleibt klein und passt auf euch auf, bleibt gesund und ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.